Jetzt sehen wir noch mal den Zen-Garten und dann machen wir das Level hier. Wir kriegen hier die Knallerbse. So, wir nehmen jetzt dann entweder die Erbsenhülse, Federbohne oder die fette Beete mit. Wenn wir die Wahl haben zumindest. Was durchaus sein könnte, dass wir sie jetzt dann nicht mehr haben. Boah, wie er lacht. Gleich nicht mehr. Eure Apokalypse ist im vollen Gange. Mit eurer verzweifelten Suche nach einem bereits gegessenen Taco habt ihr die Zeit in Stücke geschlagen. Jetzt ist es an mir, die Zukunft, das Jetzt und das Gestern wieder zusammenzusetzen. Ist es die Möglichkeit, Benutzer Dave? Haben wir mit unserer Suche den Zeitstrom selbst unterbrochen? Gestatte mir, deine Bedenken wie folgt zu erwidern. Taco! Hier würde sich die Federbohne lohnen. Hey, das haben wir doch schon besiegt. Jetzt würde sich doch nicht die Federbohne lohnen, so wie es aussieht. Geil. Also hoch geht der. Blitzschiff! Hoch, Walnuss! Blitzschiff! Wintermelone, hier! Aber Blitzschiff! Chili-Bohne! Wintermelone! Hedes, ach, nee, wir haben den, wir haben leider den Ding verloren. So, Melonapult. Hier noch eine Knallerbse. Wir haben keinen Platz. Ah doch, wir können ja hier was platzieren. Da dran habe ich gar nicht gedacht gehabt. Hm. Ist wohl irgendwo dagegen gerannt gerade. Ich habe noch eine Wintermelone. So, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Ey, lass den Blödsinn. Wow, das war die hier, glaube ich. Und besiegt. Okay, vielleicht doch noch nicht besiegt. Jetzt besiegt. Wir haben ein Geschenk. So, noch zwei Level übrig.
verharren, ist euch eure Zeit denn gar nichts wert? Euch ist es egal, wenn nicht immer ordentlich ein Augenblick auf den nächsten folgt? Du, Beutel, ignorant, und du mit deinem albernen Pott. Das ist kein Pott! Das ist eine Stiekeros-Kasserolle! Ich mache mir Sorgen, Benutzer Dave. Was, wenn er die Wahrheit sagt? Ich bin zu tacosüchtig, um darüber nachzudenken, Penny! Vorwärts! Geheime Geschenke ist der Fitos mit. Geil! Das finde ich jetzt schon toll. 5000, können wir uns dafür noch irgendwas leisten? Ich glaube, einen Levelaufstieg haben wir gar nicht mehr, oder? Haben wir noch irgendwo was, wo wir einen Levelaufstieg uns leisten müssten? Magnetpilz! So, jetzt haben wir den versteckten Magnetpilz. Unsere Pflanzen werden immer stärker. Okay, weiter. Ich flehe euch an, Zeitreisende, kommt zur Vernunft. Die Kohärenz, sie ist dahin. Ein wildes Durcheinander der verschiedenen Äras. Komplett zerfetzt und behirbelt, Mann. Lass die Eichhörnchen frei! Eigentlich sind wir in der Moderne, aber vorhin waren wir plötzlich in der Piratensee und jetzt sind wir in der fernen Zukunft. Vielleicht hat er ja doch recht. Fußpilz! Geil! Fußpilz! Spezialdinger! Warte mal, das bringt jetzt gerade gar nichts. Mal irgendwas. Ich bräuchte mal ein Wehblatt. Gut, krieg ich halt kein Wehblatt. So. Spezialdinger. Ja, das lassen wir jetzt mal. Drei reichen. Weil das hier auch personenfrei ist. Das ist viel besser. Wieso haben wir eigentlich... Wir sind in der fernen Zukunft. Warum kriegen wir nur Pilze? Und vor allem, die sind ja alle aus dem dunklen Mittelalter. Oder finsteren Mittelalter. Hey, wag es ja nicht. Boah. Hey, wo ist mein Powerfeld hin? Na, warte du. Weg mit euch! So, wir haben es
bald geschafft. Hoffe ich. Wollte noch mal ein bisschen Spezial bringen. Okay, dann lass ich den halt durch. Das ist jetzt aber nicht gut. Verdammt, das ist gar nicht gut. Spezialdinger! Moment mal. Und jetzt noch hier. Habe ich da nichts? Dann halt hier. Ah, wir haben es geschafft. Na, endlich. Noch mein Geschenk. Noch ein Level, dann haben wir es geschafft. Ich sag die Wahrheit, verrückte Dave-Person. Ich versuche nicht, dich zu verschaukeln. Du kannst einen Taco nicht zweimal essen. Das ist unmöglich. Unmöglich? Ich hasse Wichte! Aus tiefstem Herzen! Powerstromstoß mal 1. Wow. Na ja. Ich glaube, da freue ich mich jetzt nicht so drüber. Naja. Zengarten. So, machen wir hier die Ringblume. Den Schattenlupfer haben wir hier. Und wir haben genau 200 Sprösslinge noch. Okay. Der letzte Bosskampf. Ja, die Neon-Mixatur. Wenn du nicht auf mich hörst, wirst du vernichtet. Ich glaube dir kein Wort. Taco! Das war noch sehr schwer, soweit ich es in Erinnerung habe. Wir mussten da echt mit Taktik kämpfen. Ja, geil! Uhrzeit Kartoffelmine. Ja, geil. Uhrzeit Walnuss. Von wegen sau schwer! Das wird so einfach. Euch nur ein bisschen. Wow. Okay, wow. Au. Moment mal. Mist. Naja. So. Oh Mist. Egal. So. Machen wir da oben gleich wieder welche hin? Mist, die machen die ja kaputt. Mist, das war auch blöd.
Das war super. Das war offenbar nicht ganz so gut. Oh man, hat er sich als Frau verkleidet? Naja. So, Spezialdinger! Geht's gleich hier weiter? Hier nochmal ein bisschen Spezialdinger. Und weg! Sehr schön! Jetzt kommen gleich die ganzen Gargantuas. Ja, oh ja. Aber da kommen sie nicht vorbei, denn wir haben Uhrzeitwalnüsse. Wir haben schon gewonnen. Oh ja. Haha. Erfolg freigeschaltet. Futur Imperfekt. Wir haben einen Taco mit einer Schoko... Ahorn mit... Nein, das ist eine Waffel. Mit Ahornsirup und Butter. Was ist das für ein komischer Taco? Du musst diesen Traum von einem vergangenen Taco begraben. Es ist hoffnungslos. Er ist weg. Führ mal fort. Nimm doch stattdessen dies. Ist das... Das kann doch nicht... Ein Taco mit einer Waffel drin! Ich registriere ein hohes Maß an Köstlichkeit, Benutzer Dave. Dies ist der großartigste Tag meines oder irgendjemandes? In der Tat. Vielleicht haben wir Dr. Zombos die ganze Zeit falsch eingeschätzt. Ha, ha, ha. Vielleicht habt ihr das. Vielleicht aber auch nicht. Ich plane doch nichts Böses für die Zukunft, oder doch? Wir werden uns wiedersehen.